Filmt der? Hallo, hey, welcome back, Leute. Ich habe ein Bierpaket von Futschers Ananas bekommen, davon trinken wir jetzt eins. Aber nicht das geile Bier. Der hat mir nämlich geiles Bier geschickt. Das ist für Eric und Frank TV leider zu schade. Was ist das? Könnt ihr das sehen? Diesen Punkt. Da ist er wieder. Ja, ich glaube, das wird so nichts, ne? Oh Gott, ich habe schon keinen Bock mehr. Oder? So. Das ist das Landgraf. Das ist ein Billigbier aus Österreich. Das letzte Mal, als er mir das geschickt hat, fand ich das aber ziemlich lecker. Deshalb macht man jetzt einen gescheiten Biertest mit guter Kamera und wundervollem Ton. Leck mich doch, ey. So, hi. Also, Landgraf, Schankbier, heißt das, hat sogar weniger Alkohol. Wir brauchen nach dem Reinheitsgebot von 1516. Ich schreibe nicht deutsches Reinheitsgebot drauf, ne? Da sind sie ein bisschen stolz, die Österreicher. Schankbier. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. Aber trotz Billigbier ist da Hopfen drin, ne? Ist beim Oettinger nicht drin. Vor Wärme geschützt lagern. Aus der EU. 4,2% Alkohol. Ja, das ist easy drinking. Sorgfältig hergestellt von Perfect Drinks GmbH. In der Haider Querstraße in Wien. Ach, das kommt aus Wien. Schau hier. Schön. Grüße gehen raus an Lisa. Hallo. So. Müssen wir ein Glas für... Ach, guck mal, ich habe sogar eins. Weil ich habe gestern... Ich trinke ja unter der Woche normalerweise nicht, aber da habe ich das im Trinkgut entdeckt und mir gedacht, boah, da muss ich ja mal mitnehmen. La Trappe. Klingt französisch, ist aber holländisch. Niederländisch. Entschuldigung. Meine Güte. Bleibt locker. Bockbier. Der war ein Traum. War richtig lecker. Pass auf. Das gehört jetzt nicht... Ja, komm. Interessiert eh keinen, ne? Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Glukosesirup und Hopfen. Da haben sie ein bisschen Mist gebaut, ne? Aber trotzdem lecker. So, wir haben dieses Glas hier deshalb noch von gestern. Das ist noch ein bisschen dreckig, aber das sieht man in der Scheißkamera eh nicht, ne? Na doch, ist egal. Umso egaler. Landgraf. Wie gesagt, letztes Mal fand ich das lecker. Ja, aber letztes Mal, da stimmt auch irgendwas nicht mit mir. Oh. Was ist das denn? Die Dose ist hier dünner. Da wird aber überall gespart, wa? Ja. Naja, ich will schon wie leckeres Bier. Ist das jetzt ein Pilz oder was? Ne, Schankbier, stimmt. Guten Morgen. Darum schmeckt das auch so gut, weil das kein scheiß Pilz ist. Komm, alle, die Pilz mögen, heben jetzt mal die Hand. Gut, es gibt das New Era Pilz von Ratsherrn. Das finde ich sehr lecker. Das hat aber auch... was hat das für Hopfen? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sehr leckeren Hopfen. Citra oder so. Landgraf, Leute. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Viel dunkler vor allem. Oder habe ich das gar nicht aus dem Glas getrunken? Das kann auch sein, ne? Ja. Moin. Ich finde es immer noch geil. Was ist das? Dieser Punkt. Ach, das ist Licht. Schau hin. Ha. Ja. Hier, der Lichttechniker, ne? Das ist sehr leicht, klar, bei 4,2%, belastet nicht. Hat ein unglaublich unangenehmes Mundgefühl. Also nicht so seicht, samtig, sondern eher knackig, sprudelnd. Also das Wasser fühlt sich an, als wäre das irgendwie ein bisschen aus Kalkstein. Das Wasser ist aus Kalkstein geschlagen. Da kriegen die ja Wasser her, glaube ich. Aber falls ihr euch fragt, warum sieht der Frank so aus? Ich habe letztens einen Kurs bei Kollega gebucht, wie wird man Alpha? 6.000 Euro, glaube ich. Und 3 Wochen hat er mir einen vom Pferd erzählt und die Kernaussage war, lass dir einen Bart wachsen und du wirst ein Alpha-Mann. So, und jetzt bin ich Alpha, seht mich an. Darum blicke ich auch von oben zu euch herab. Das hat alles seinen Grund. So, guck mal. Jetzt probieren wir das nochmal aus der dünnwandigen Dose. Keine Ahnung.
Da ist er bestimmt hier. Ich hab da, kennt ihr das? Habt ihr das auch? Hier oben so? Ich trinke da ungern dran. Ich mach das gerne vorher sauber. Weil, ey, du weißt ja nie, was mit der Dose passiert ist, ne? Da laufen da Ratten durch die Lagerhallen und so. Hab ich alles schon gehört. Und dann packt der Futschers Ananas auch noch mit seinen fiesen Fingern drauf. Wer weiß, was der vorher angepackt hat. Ich habe Videos gesehen, du. Boah. Lecker. Ich habe auch noch 4 Dosen davon. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und so, ich drehe jetzt ein Q&A, denke ich. Das hier ist so ein Warmmachbier, weil sonst kann ich kein Englisch reden. Wir sehen uns. Ciao.